Es ist gerade 15 Uhr und damit heiße ich euch herzlich willkommen zum heutigen Livestream von Let's Play Dark Parables 4. Der Orden der Rotkäppchen. Und ich spiele wie immer auf schwer, so wie letztes Mal. Und das heißt keine Tipps, keine Hilfen und ich bin voll und ganz auf euch angewiesen. Ah, die Neko ist da, das ist toll. Hallo. Kaum sag ich, ich bin auf euch angewiesen, winkst du mir zu. Das ist schön. Ha, gut. Dann kann ich erst recht loslegen. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, das muss ich aber eben noch loswerden, dass die Damen unter euch eine viel, viel größere Hilfe waren als alle Kerle zusammen. Da hat mein Freund großkotzig gesagt, ach, ich hätte auch helfen können, ich hatte bloß keinen Bock, was zu schreiben. Dummes Gelaber. Schätze ich mal. Beweis mir das Gegenteil. Also los, Mädels. Zeigt denen, was eine Hake ist. So, los geht's. Ja, ich weiß, dass du auch anwesend bist. Little girl, are you all right? I am Teresa, leader of the Red Riding Hood Sisters. You don't need to be afraid anymore. Run. Not even the Hooded Sisters can stop the Wolf Queen. When the full moon shines brightly against the cold, empty night, legions of my hosts shall rise, consuming your land in eternal darkness. Oh, die Komi ist auch da. Das ist aber schön. Hi! Drei Tage später. Vogesen im Osten Frankreich. Das heißt im Leben nicht Vogesen, aber ich kann kein Französisch. Welcome to the Vosges Mountains, Detective. Vogesen. Three days ago, local authorities rescued a missing girl hiding in this area. She reported that wolves covered in dark mist roamed the forest. More surprisingly, a woman with glowing red eyes seemed to control the beasts. Your mission is to find this mysterious figure and stop the wolves. Go seek out the fabled order of the Red Riding Hood Sisters to assist you. They've protected this region for centuries. I've given you a powerful moonstone. This relic is vital to your investigation. Good luck, Detective. 18 Viewer, what the fuck? Das ist so cool. Okay, das hat mich jetzt erschrocken. Willkommen, möchtest du eine kurze Einleitung? Nein! Ja, damit sind wir jetzt also hier am Unfallort, haben offensichtlich überlebt und die Locations sehen schon wieder so geil aus. Also, ich bin ja voll glücklich damit. Wir legen einfach mal los, ne? Was gibt's hier denn so? Hier liegt eine antike Steintafel, wo sie wohl herstammt. Keine Ahnung. Ey, ich erschreck mich heute die ganze Zeit. Bing, was ist das? Eine Machete. Na klar. Die Kutsche wurde komplett zerstört. Ich muss zurück in den Wald gelangen. Ich guck die ganze Zeit so auf den Chat. Ich komme überhaupt nicht zum Spielen hier. Mehr ist hier nicht? Okay. Der Weg ist durch zwei elegante und gegensätzliche Statuen versperrt, jedoch fehlt das Herzstück in der Mitte. Das ist ja immer so. Ui. Ein bösartiger Wolf bewacht den Felsvorsprung. Ich sollte in diesem Tal vorsichtig vorgehen. Die Baumwurzeln reichen hier bis tief in den Boden. Ein wunderschöner roter Umhang flattert anmutig im sanften Wind. Und oh, ein
ein Eichhörnchen. Das ist wie der Hase bei der Schneekönigin. Für alle, die sich daran erinnern können, den habe ich immer angepokt. Weil er so niedlich war. Oh, hier kann schon gewimmelt werden. Juhu! Ja, in diesen Szenen bin ich irgendwie doch besser als in so herkömmlichen Wimmelbildszenen. Tada! Was haben wir denn jetzt überhaupt gefunden? Eine neblige Kugel. Ist nicht wahr. Kommt die da rein? Ja. Rumpel. Da will ich aber trotzdem noch nicht hingehen. Ich will hier noch ein bisschen gucken. Diese kleine Hütte scheint ein Vorposten zu sein, jedoch wurde sie schon lange nicht mehr bewohnt. Unter dem Sand ist in einer Tafel das Abbild eines Skorpions eingraviert. Wer Baphomets Fluch 3 gesehen hat, mich erinnert das jetzt total an dieses komische Fels, dieses Steinplattenrätsel in dieser Pyramide. Die Mondkugel? Was ist eine Mondkugel? Ach, Mondkugel, okay. Der Weg wird durch dichte dornige Ranken blockiert. Ja. Was mache ich jetzt? Mondstein, Flieg und Sieg! Das ist so cool. Ja, wir haben jetzt also, die Karte ist im Schwermodus nicht verfügbar. Das ist ja nicht so schön. Warum habe ich das nochmal gemacht? Ach so, ich bin so blöd. Wir haben noch eine Machete. Juhu, das ging einfach. Warum ist der Stream gerade offline? Ja, aus unerfindlichen Gründen ist der jetzt gerade offline. Ich bin sofort wieder da.